geschnitten. Guten Abend, meine Damen und Herren, beim Club 2. 70 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs haben wir heute ein Thema, das damit zusammenhängt, aber über das in den Jahrzehnten danach wenig die Rede war. Es geht um das Thema die Deserteure der Wehrmacht. Was waren das eigentlich? Helden oder Kriegsverräter? Wir haben eine interessante Runde, die darüber diskutieren wird. Ich darf sie vorstellen. Otto Keimel vom Österreichischen Kameradschaftsbund. Herr Keimel ist heute Ehrenpräsident. Sie waren einmal Präsident bis vor ein paar Jahren. Und vielleicht ganz kurz, der Kameradschaftsbund ist eine Organisation von Veteranen ursprünglich. Jetzt leben nicht mehr so viele. Jetzt haben Sie hauptsächlich Bundeswehrangehörige, so viel ich weiß. 250.000. Nach dem Krieg waren es ungefähr 300.000 und 90% natürlich. Ja. Als Wehrmacht, Erster Weltkrieg. Und jetzt hat es sich eingependelt bei 250.000 und 90% sind jetzige junge Soldaten gewesen. Ja. Dann Brigitte Hamann, Historikerin, beschäftigt sich auch mit diesem Thema und mit anderen Themen, viel in den Medien vertreten, auch im ORF. Andreas Kohl, ehemaliger Nationalratspräsident, Politiker also, der auch vor ein paar Jahren als Politiker mit diesem Thema zu tun hatte. Wir werden dann davon hören. Christoph Schönborn, Kardinal der katholischen Kirche in der Erzdiözese Wien und Sohn eines Deserteurs. Dann Hannes Metzler, einer der Veranstalter der Ausstellung Was damals Recht war. Da geht es auch um die Deserteure, eine Ausstellung in Wien. Ich komme dann darauf zurück noch. Und schließlich, last but not least, Richard Wadani, ein Deserteur der Hitlerarmee. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Meine Damen und Herren, was waren das für Leute, die Deserteure der Hitlerarmee? Waren es Verräter oder Feiglinge oder waren es Widerständler, Patrioten? Manchem gelang die Desertion, aber 15.000 wurden zum Tode verurteilt. Fast 10% davon waren Österreicher. Lange Zeit wusste man in Österreich nach dem Krieg nicht und in den Jahrzehnten danach nicht, wie man mit den überlebenden Wehrmachtsdeserteuren und ihren Angehörigen umgehen soll. Es war kein Thema eigentlich, man hat nicht darüber geredet. Die ehemaligen Deserteure machten sich klein, viele haben sich scheel angeschaut, die Deserteure, und manche tun es bis heute. Doch auf der Ebene des offiziellen Österreich hat sich das in den letzten Jahren langsam gebessert und seit 2005 sind die paar Dutzend, die noch leben, stellen Sie sich vor, die paar Dutzend, die noch leben, zumindest sozialversicherungsrechtlich gleichgestellt. Es geht da im Wesentlichen um die Ersatzzeiten bei der Pensionsversicherung. Ich sagte schon, eine Ausstellung in Wien beschäftigt sich jetzt mit diesem Thema, mit dem Thema Deserteure. Die Ausstellung ist im Theater Nestreuhof am Nestreuplatz im 2. Wiener Gemeindebezirk bis Mitte Oktober, Eintritt frei. Und der ORF bringt eine Dokumentation von Peter Liska, Titel Die Ungehorsamen, nächster Donnerstag, also in einer Woche, 21.05 Uhr. ORF 2, hier ein Ausschnitt. Den Fahneneid zu brechen kam für fast alle Soldaten der Wehrmacht nicht in Frage. Die Ungehorsamen aber fühlten sich daran nicht gebunden. In dieser feierlichen Stunde habt ihr jungen Soldaten den Eid auf den obersten Befehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler, zu leisten. Der heilige Fahneneid. Ja. Ich schwöre bei Gott! Man muss doch der Fahneneid halten, der heiligen Fahneneid und Luther so Quatsch und so weiter. Dass ich den Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler! Für den Soldat gibt es nur eins, das ist der Eid. Der wird vereidigt zu Beginn der Dienstzeit. Und bedingten Gehorsam leisten! Und weh, wenn du deinen Eid brichst, dann gibt es keinen Gehorsam und es ist alles auf Gehorsam aufgebaut.
Nicht? Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Und da ja, hat man halt auch da, wenn man mitredet, aber es ist von mir kein Laut gegeben. Hat sich den Führer des Großdeutschen Reiches und Volkes. Ich habe sicher keinen Eid geschworen, dass ich da für Führer Gott und Vaterland mein Leben hingeben möchte. Alles ist auf Gehorsam aufgebaut. Und wenn alles zusammenrumpelt, ja, wichtig ist, dass der Gehorsam bleibt. Ja? Das ist zum Lachen, weil Fahnenheit ist erzwungen. Und jeder erzwungene Eid ist von meinem Standpunkt aus gesehen völlig ungültig. Wenn ich desertiere, ja, dann setze ich mich über den Gehorsam. Nicht? Dann bin ich ein Verräter. Nicht? Wer in der deutschen Wehrmacht gekämpft hat, der hat halt für Hitler gekämpft. Das ist doch ganz klar. Aber, ne? Der hat für den Hitler, für den Nationalsozialismus gekämpft. Aber, ne? Also, ich verurteile diese Menschen überhaupt nicht. Kann ich nicht verurteilen. Weil einen Verbrecher gehorsam zu leisten bis zu meinem Tod, dann sagt mir mein Hausverstand und bin ich ein Trottel. Herr Vadani, das muss Ihnen bekannt vorgekommen sein. Die vielen Soldaten, die dann in Eid, die Eidesformel nachgesprochen haben, das haben Sie ja auch erlebt. Ja? Haben Sie den Eid abgelegt? Ja, den Eid haben eigentlich alle gesprochen. Kam immer nur darauf an, also das war sozusagen ein Eid und einen gewissen Zwang. Weil, wenn man gesagt hätte, man verweigert den Eid, war man bereits strafbar. Und man hat sich gedacht, so einem System einen Eid ablegen, das zählt gar nicht, das hat man gar nicht so ernst genommen. Kam darauf an, selbstverständlich, alle jene, die begeistert waren, Führer Befehl, wir folgen dir, die haben also einen Eid geschworen und ihn haben drauf gehalten. Aber im Großen und Ganzen, es waren einige, wo sich später herausgestellt hat, die haben gesagt, ich musste halt stehen und die Hand heben, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich man hat den Eid nicht ernst genommen. Für Sie, die anderen auch? Ja, die anderen, die haben ihn schon ernst genommen. Viele schon? Ja, viele. Sie nicht? Nein, ich habe den Eid nicht ernst genommen, weil ich eine andere Einstellung hatte. Und man muss überhaupt sagen, grundsätzlich ist diese Frage der Deserteure eine Frage des, wie soll ich sagen, nicht ungehorsam. Das wäre vielleicht in der eigenen Armee, aber wir waren in einer fremden Armee. Für uns war das also die Desertion kein Verrat, im Gegenteil. Weil verraten hätte, kann man nur Hitler-Deutschland. Wenn Sie sagen uns und wir, meinen Sie die Menschen, die Soldaten, die dann desertiert sind? Das meinen Sie mit wir? Verstehe ich Sie recht? Ja, wir also. Ja, wir. Sie haben sich also nicht an den Eid gebunden gefühlt. Nein. Und sind dann nach einigen Versuchen erfolgreich desertiert? In Frankreich, glaube ich. Ich habe zwei Fluchtversuche. Der erste Fluchtversuch ist nicht gelungen. Da hat man mich also sozusagen aufgehalten und hat mich eine Zeit lang betreut. Aber dann der zweite Fluchtversuch. Da haben Sie aber Glück gehabt. Ja. Da hätten Sie schon können an die Wand Sachen, gestellt werden. Dass man Glück hat. Man riskiert und man hofft, man kommt durch. Aber das Problem war ja nur, beim ersten Fluchtversuch, die Rote Armee war am Rückzug und ich musste ihr nachfahren. Ich bin über 200 Kilometer nachgefahren, bis ich an die Front kam. Und dann war aus. Also ich war ein bisschen naiv noch.
und etwas unerfahren drin, weil ich war in der Luftwaffenuniform.